Heute sprechen wir über die Vorbereitung für die mündliche Abiturprüfung. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Es gibt mal wieder ein richtiges Schulthema-Video sozusagen, weil ja jetzt vor allem in Bayern die mündlichen Prüfungen wieder anlaufen. Und dazu möchte ich euch auch nochmal einige Dinge mit auf den Weg geben. Hab mir wieder einen Haufen Notizen gemacht. Und die werden wir jetzt durchgehen. Im Prinzip ist für mich die Vorbereitung in zwei Teile untergliedert. Zum einen wirklich die Vorbereitung einfach die Tage und Wochen zuvor und dann die Vorbereitung am Prüfungstage selbst, weil das ist wieder das extremst Entscheidende an den mündlichen Abiturprüfungen, was auch wieder ein großer Unterschied zu den schriftlichen ist, dass du sie eben nicht zwangsläufig direkt in der Früh hast. Das bedeutet, du hast vor der Prüfung noch einen Haufen Zeit und das ist aber trotzdem extrem entscheidend, dass du die Zeit auch richtig nutzt, damit du dann perfekt in die Prüfung reinstartest. Fangen wir erstmal mit der Vorbereitung in den Tagen zuvor an. Wie sollte ich am besten für die mündliche Abiturprüfung lernen? Und ich denke von der ersten Devise mal im Prinzip wie auf jede andere Klausur auch, genauso wie auf die schriftlichen Abiturprüfungen. Natürlich gibt es ein paar Kniffe, auf die werde ich gleich eingehen, aber prinzipiell erstmal so. Das heißt, macht euch keinen riesigen Kopf, oh, wird da was ganz anderes gefragt und so weiter. Sondern es geht auch da einfach darum, dass du den Stoff drauf hast. Und wenn du den drauf hast, dann wird es auch sehr, sehr gut funktionieren. Aber was in der mündlichen Abiturprüfung wesentlich wichtiger als in den schriftlichen ist, ist das Verständnis und die Praxis ist wesentlich weniger wichtig. Was meine ich damit? Wenn du die Zusammenhänge verstehst, beispielsweise wie in Mathe verschiedene Verfahren funktionieren, also nicht wie sie funktionieren, sondern wie sie zusammenhängen oder warum man sie macht und so weiter, sozusagen die ganzen Sachen außenrum von dem, was wirklich die Sache wäre, wenn du es schreiben würdest, was du eben in der Münchner Abiturprüfung außer in der Anfangspräsentation vielleicht eben nicht machen musst. Und wenn du einfach das Verständnis drauf hast, aber es vielleicht gar nicht so gut umsetzen könntest, kannst du dich mit gutem Sprechen im Prinzip auch sehr, sehr gut verkaufen. Du kannst dich da sehr, sehr gut präsentieren und kannst wahrscheinlich in der mündlichen Abiturprüfung, obwohl du die Sachen nicht umsetzen könntest, trotzdem sehr, sehr gute Noten bekommen, wenn du das Ganze einfach gut verpacken kannst. Ich weiß, es mögen manche nicht, dass in der mündlichen Abiturprüfung einfach viel um Präsentieren und Verkaufen geht, aber so ist es nun mal. Natürlich ist es grundsätzlich erstmal so, dass je mehr du was in der Praxis umsetzen kannst, dass du besser es auch verstehst und vice versa, aber trotzdem gibt es einfach in manchen Fächern, Mathe wäre ein super Beispiel, aber das haben jetzt wahrscheinlich kaum mehr jemand bei euch in der Abiturprüfung, aber beispielsweise auch, keine Ahnung, Wirtschaft fällt mir jetzt beispielsweise ein. Da kannst du theoretisch was an dem Marktmodell oder so schön einzeichnen können und so weiter, oder du verstehst, warum das Ganze so funktioniert. Und auch wenn du vielleicht dich am Marktmodell viel vertun würdest, ist einfach das Entscheidende, dass du mal checkst, warum man was wie einzeichnet. Und dann ist es, klar kannst du in der mündlichen Abiturprüfung das auch mal an die Tafel zeichnen müssen, aber auch da kannst du einfach grundsätzlich mal sagen, was du machst, warum du es machst und wie das Ganze funktioniert. Und auch wenn du es dann bei der praktischen Umsetzung verhaust, ist es nicht so schlimm, weil die Lehrer auch wieder wissen, dass es eine mega große Drucksituation für dich ist. Deswegen fokussiere dich wirklich darauf, einfach die Dinge erstmal zu verstehen. Aber auch beim ganzen Verständnis sind natürlich im ersten Moment mal die Fakten wichtig. Also wirklich diese, ja, Punkte, die du einfach nur stumpf wiedergeben musst. Weil auch wenn es in der mündlichen Abiturprüfung ganz, ganz viel umsprechen und erklären und so weiter geht, ist es trotzdem mega, 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 mega wichtig, dass du diese absoluten Facts drauf hast, einfach aus dem Grund, weil du meistens das als erste Fragen bekommst. Das bedeutet, du wirst, wahrscheinlich wird die erste Frage auch zu deinem Schwerpunkt dann sein, nenne doch bitte die vier Aspekte von. Und wenn du die einfach raushauen kannst, ist es einfach mega wichtig, weil du einfach einen guten Start in die ganze Prüfung hinlegst. Da werde ich auch in einem anderen Video, glaube ich, nochmal drauf eingehen, wenn es dann wirklich um die mündliche Abiturprüfung selbst geht, also wie man dann in der Prüfung selbst performt. Aber wenn du natürlich die Fakten schon mal drauf hast und gut in die ersten Fragen reingehst, die meistens ein bisschen leichter sein werden, dann sorgst du einfach für einen guten Start, was ein gutes Gefühl geben wird und du dann im Prinzip ja den Weg ebnest, dass du eben deine Topnote bekommst. Wenn du dann die Fakten gelernt hast, die du einfach stumpf wiedergeben kannst, dann eben die Zusammenhänge lernen. Also ich sehe das immer so, du hast die verschiedenen einzelnen Aspekte aus deinem Fach, die solltest du als erstes mal drauf haben. Dann
solltest du die verschiedenen Zusammenhänge verstehen, also warum ist wann welches Verfahren, wann wird was genutzt, wie leitet das Themengebiet in das andere über und so weiter, diese ganzen Aspekte, die brauchst du eben vor allem für das Verständnis, habe ich auch schon gesagt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und wenn du das alles hast, dann bist du im Prinzip für die mündliche Abiturprüfung richtig gut gerüstet und zusätzlich dazu ist es dann geil, wenn du sogar noch Dinge außenrum hast, die vielleicht gar nicht im Stoff inbegriffen sind, dass du im Prinzip über das Geforderte hinausgehst. Und ganz wichtig, damit meine ich nicht, dass man jetzt nochmal extra Lernzeit darauf verschwendet, in Anführungsstrichen, Dinge irgendwie im Internet zu recherchieren, keine Ahnung, wenn du Informatik als mündliches Prüfungsfach hast und dann informierst du dich mega krass über künstliche Intelligenz. Das wird sich nicht lohnen. Deswegen die wahre Lernzeit, die würde ich nur auf das, was ich hier erklärt habe, auf diesen Kreis im Prinzip, also die einzelnen Aspekte und die Zusammenhänge, würde ich nur daran investieren. Aber für dieses Außenrum, wo sozusagen einfach noch Dinge, ja, wo du dich vielleicht auch mal einfach mit aktuellen Themen beschäftigst, das würde ich einfach so machen, dass du das in den Zeiten machst, wo du sowieso eigentlich was Ähnliches machen würdest, aber du änderst es dann ab. Klingt jetzt mal mega kompliziert, ist im Prinzip ganz einfach. Was meine ich damit? Wenn du normalerweise in deiner Freizeit Netflix-Serien schaust und du aber spanische Prüfung hast, dann schau doch die Netflix-Serien auf Spanisch oder eben mit spanischen Untertiteln. Wenn du Wirtschaftsprüfung hast und du normalerweise beim Essen immer YouTube-Videos schaust, dann schau doch einfach mal ein paar YouTube-Videos über die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft oder die aktuellen Wechselkurse oder was auch gerade immer in deinem Fall eben drankommt. Und wenn du das einfach machst, wirst du zusätzlich dazu, zu der Zeit, die du einfach sowieso anderweitig beschäftigt wärst und gar nicht mal mit Lernen, einfach nochmal gut dafür nutzen, dich einfach ganz entspannt nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen, weil natürlich in der mündlichen Abiturprüfung auch ganz gern Fragen gestellt werden wie vergleich das doch mal mit der aktuellen Entwicklung von und so weiter. Und wenn du da einfach das schon drauf hast, dann fühlst du dich da auch einfach viel sicherer und kannst vor allem halt eben auf diese ganzen Fragen wesentlich besser eingehen. Und vielleicht ist es sozusagen noch ein Lern- oder Motivationshack, weil du natürlich auf einmal verstehst, Moment mal, das, was ich da lerne, hat im echten Leben Bedeutung. Und vielleicht gibt dir das nochmal einfach dieses Interesse und diesen Drive, das Ganze auch jetzt in den letzten Prüfungen lerntechnisch nochmal richtig gut durchzuziehen. Kommen wir nun zum zweiten Teil der Vorbereitung und zwar am Tag vor der Prüfung. Ich habe im Einleiten schon gesagt, in der München Abiturprüfung hast du am Anfang des Tages meistens noch 3, 4, 5, 6, vielleicht 7 Stunden Zeit, bis deine Prüfung erst anfängt. Und das ist natürlich komplett anders als bei den schriftlichen. Da stehst du ja im Prinzip auf und es geht schon los. Und deswegen ist es da natürlich ganz, ganz entscheidend, wie du diese Zeit auch angehst. Weil, was da einfach man in der mündlichen Abiturprüfung wirklich nicht unterschätzen darf, es ist eine mega kurze Zeit. Es ist eine extrem hohe Drucksituation und es geht ganz, 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 ganz viel um Emotionen und um, wie dich der Lehrer wahrnimmt. Im Schriftlichen hast du einfach nur dieses Blatt Papier und dann das sieht von allen gleich aus. Aber im Mündlichen werden so viel mehr Faktoren in deine Note reinspielen, als nur rein das, was du sagst. Und da hat natürlich deine Körpersprache, dein Zustand und so weiter haben einfach ganz, ganz viele, ganz großen Einfluss darauf. Und wie du dann, mit welcher Betonung und so weiter, einfach in welchem State du in diese Prüfung reingehst, hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, was du in den Stunden davor getan hast. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch darüber Gedanken machen. Da ist natürlich wie immer erstmal die Devise, Clarity is King. Bedeutet, Klarheit ist der König. Sei dir bewusst, was du in dieser Zeit machen möchtest. Das ist mal das Allerwichtigste, dass du am Prüfungstag nicht mal anfängst, soll ich das noch lernen? Soll ich lieber Sport machen? Soll ich lieber meditieren? Soll ich das? Sondern du dir einfach sagst, okay, was glaube ich, dass da wichtig ist? Ich werde jetzt gleich noch ein paar Beispiele nennen. Und dann leg dir das auch so fest, dass du dann am Prüfungstag ganz genau weißt, okay, ich werde aufstehen, ich werde das machen, ich werde das machen, ich werde das machen. Und dann ziehst du das einfach durch und du hast an dem Tag nicht mehr Stress, weil Stress, ich sage es heute, wenn ihr in diesen paar Stunden dann mega den Stress schiebt und Panik und wird euch nicht gut tun. Deswegen sorgt gleich dafür, dass ihr wisst, was ihr macht. Macht es dann einfach und dann werdet ihr richtig in die Prüfung starten. Was man dann macht, so, hängt wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen vom individuellen Typ ab. Ich persönlich würde einfach Entspannung empfehlen. Keine Ahnung, legt euch ins Gras, geht spazieren, meditiert.
Wenn euch das ein bisschen runterbringt, kann euch natürlich mega, mega gut helfen. Ansonsten würde ich euch auch noch Sport empfehlen. Jetzt nicht mega krass intensiv, aber einfach, dass du deinen Körper in Schwung bringst und dann einfach, ich weiß nicht, man merkt einfach, ob ein Mensch Sport macht oder auch, ob ein Mensch heute schon Sport gemacht hat. Man hat einfach eine andere Körperhaltung, man hat eine andere Körperspannung, man ist irgendwie klarer, man ist frischer, man ist mehr Moment, man ist mehr am Start einfach. Und deswegen macht ein bisschen Sport davor. Das werden auch die Lehrer merken. Und ansonsten, ja, wie gesagt, macht das, was euch gut tut. Einfach hört auch auf euer Gefühl. Wenn du sagst, Musik hören tut mir mega gut. Wenn du vielleicht auch dich nochmal mit einem Freund treffen willst, der vielleicht aktuell gar keine Prüfung hat und über was ganz anderes reden könnt, könnt ihr auch das machen. Aber überlegt euch wirklich, was, glaube ich, sorgt dafür, dass ich meine absolute Bestleistung abrufen kann. Zum Thema, wie viel soll ich noch lernen vor der Prüfung? Ich sage immer, wenn du wirklich knapp dran bist, dann lern von mir aus auch an dem Tag noch 3-4 Stunden. Also, wie gesagt, ich vertrete diese These einfach nicht, dass es sich nicht mehr lohnt, vor der Prüfung zu lernen. Ich habe damit so, so viele Noten noch sehr, sehr gut hinbekommen. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, ich bin knapp mit der Vorbereitung dran, dann lern ruhig auch noch am Prüfungstag ordentlich. Wenn du aber gut vorbereitet bist und du wirklich einfach merkst, okay, hey, eigentlich geht es nur noch um leichte Wiederholungen und so weiter, dann mach auch genau das. Also macht ruhig so 4 Stunden vorher nochmal eine richtig ernsthafte Wiederholungssession auch. Aber dann ganz kurz davor, also wirklich knapp bevor die Prüfung anfängt und eine Stunde davor, dann wann auch immer du dann losfährst, würde ich wieder mein berüchtigtes Durchblättern machen. Das habe ich ja schon mal erklärt und das ist einfach so, so entscheidend, weil du damit mit deinem ganzen Lernprozess abschließt. Das bedeutet, du nimmst dir entweder dein Heft, wo du eine chronologische, sinnvolle Reihenfolge der Themengebiete hast, oder es ist dein Buch oder irgendwo, wo diese Reihenfolge eben gegeben ist. Und dann blätterst du einfach nur durch die Seiten durch, ungefähr in dem Tempo. Weil dann wirst du zum, also während, dann guckst du immer jedes Themengebiet an, schaust dir die Überschrift an, vielleicht nochmal die wichtigsten Begriffe, die du dir vielleicht sogar bunt markiert hast. Und wenn du die dann gemacht hast, wenn du die immer nochmal anschaust, dann sagst du bei jedem, okay, ich kann das. Also versuch dir nicht mehr das Ganze zu lernen, sondern sagst einfach, okay, ich kann das. Okay, kann ich auch. Ja. Weil zum einen holst du dir dadurch einfach diese Sicherheit, dass du alles kannst. Übrigens unabhängig davon, ob du alles wirklich kannst. Es geht einfach nur darum, dass du sagst, okay, ich bin bei jedem Bereich einfach super vorbereitet. Weil das gibt dir eben die Sicherheit, die du brauchst, mit der du in so eine Prüfung reingehen musst im Prinzip, um eine super Note zu bekommen, weil du es auch einfach ausstrahlen musst. Und gleichzeitig, ich habe es nicht im Psychologiestudium gehabt oder auch jetzt nicht wissenschaftlich nachgeschaut, aber ich persönlich habe einfach das Gefühl, wenn ich nochmal diese absolut gröbsten Punkte mir nochmal anschaue und mich da gut davor gut vorbereitet habe, dann aktiviert das irgendwie fühlt sich so an, einfach nochmal diese Bereiche in meinem Kopf und es wiederholt sich einfach wesentlich besser. Es ist einfach nochmal reaktiviert. Es wird nochmal klarer ins Gedächtnis geholt. Und das, glaube ich, bringt einem einfach auch mega viel dann, um die Sachen schlussendlich in der Prüfung abrufen zu können. Wenn du noch Tipps für die mündliche Abiturprüfung hast, schreib dir doch gerne in die Kommentare, dass alle anderen auch davon profitieren können. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß beim Lernen und ich glaube, wir haben euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.